Ja, wann, wenn nicht jetzt nach 100 Jahren Wetterbeobachtung an Sachsens höchster Stelle, ist es mal Zeit, Rückschau zu halten, wie die Daten an der Quelle gewonnen werden. So ist mal der Fichtelberg gezeigt. Links sehen wir das Bild. 100 Jahre sind um und wir schauen mal, wie sie sich gestaltet haben. So habe ich das ja aufgegliedert und möchte das an diesen Parametern mal festmachen heute, wie die Daten gewonnen wurden im Laufe der Zeit und was es auch für Probleme gab. Herausforderung heißt ja, die kommen nicht einfach so auf den Tisch, sondern es gehört Arbeit dazu. Erstens zum Messfeld. So hat es angefangen mit dem Messfeld und wir sehen, Entschuldigung, nochmal kurz zurückgehen. Das Messfeld war nicht sehr groß, ja, eigentlich nicht vorhanden. Und man meinte damals in den Wintermonaten, man könne nicht nach draußen gehen zu jeder Zeit und die Beobachtung durchführen. Daher hat man hier eine Großhütte angebaut, in der die Wetterelemente wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen wurden. Und dieser Bau an sich hat ja so wie einen Ausleger rechts und links. Dieser war dafür gedacht, dass die Niederschlagsmessung hier und hier stattfand, sprich die Regenmengen und selbst der Schnee automatisch aufgetaut wurde mit Chemikalien und unten gemessen wurde. So sieht man das nochmal hier deutlich. Die Großhütte ging vom Dienstzimmer direkt raus in diesen Vorbau. Hier sehen wir das Messfeld, was in den 50er Jahren umgestaltet wurde. Es war etwas größer geworden. Und hier sind auch die Thermometerhütten aufgestellt worden. Eine war hier, die andere hier. In dieser näher gelegenen am Gebäude wurden schon automatische Messungen durchgeführt mit den Widerstandsthermometern. Und die Verteilung von den einzelnen Messelementen, Niederschlagstopf und hier automatischen Niederschlagsgeber, waren dann dort schon so verteilt. Erst mit der Messfeldumgestaltung, etwas später, und zwar 2006, nach der Wende, ist dieses Innenfeld hier, das ist Alpinum gewesen, auch von der TU betreut, hier an diesen Rand gelangt, praktisch außerhalb vom Gelände, und das Messfeld für den Fichtelberg nach WMU-Vorgaben optimal aufgebaut. Und für Bergstationen in dieser Größe, in dieser Höhenlage eines der mustergültigsten Messfelder überhaupt. Ach, so sieht es aus nach der Umgestaltung und mit nahezu Vollbestückung, was damals möglich war. Einige Geräte sind aus Optimierungsgründen wieder abgebaut worden, weil sie woanders wichtiger gebraucht wurden. Ja, solange die Station mit Personal besetzt ist, braucht man nicht unbedingt sämtliche automatischen Geräte, wenn sie woanders noch fehlen. Und das ist ein aktuelles Bild, so sieht das Messfeld heute aus. Hier sehen wir die Sichtweitenmessung. Hier sehen wir Feinstaubmessung, die beiden Thermometerhütten. Und die Station ist ja 2006 als Klimareferenzstation eingerichtet worden. Und daher sind zwei Thermometerhütten jeweils mit diesen unterschiedlichen Messmethoden bestückt. Das eine konventionelle Messung mit Trocken- und Feuchtthermometer, Max- und Minimum-Thermometer. Und die linke Hütte mit den automatischen Messfehlern, kapazitive Luftfeuchtigkeitsmessung und Widerstandsmessung mit Widerstandsthermometern. Hier sehen wir noch diese Erdbodenmessfelder, wo die Erdbodentiefentemperaturen bestimmt werden, sowohl konventionell bis 1 Meter Tiefe und auch automatisch bis 1 Meter Tiefe. Und da hinten das zweite Erdbodenmessfeld ist dafür vorgesehen, Erprobungsbarometer zu messen. Bisher war es nicht in Betrieb. Aber wir halten das frei von Unkraut, sodass das immer zu jeder Zeit möglich wäre. Und an dieser rechten Kante dieses Messfeldes ist alles vorgegeben, wo jedes Gerät steht, wurde der Niederschlag gemessen. Auf dem Fichtelberg seit Beginn mit 500 Quadratzentimeter Hellmann, dann ein Regenschreiber, ein 200 Quadratzentimeter Hellmann und hier nicht im Bild zu sehen, dieser Niederschlagsmesser 200 Quadratzentimeter, dieser Pluviat. Aufgabe, richtig zu messen, heißt auch, Messfeldpflege und hier sieht man vor und nach der Pflege des Erdbodenmessfeldes. Kommen wir zum Luftdruck, eine der wenigen Komponenten, wo man eigentlich weniger Herausforderungen hat,
Es sei denn, man liest mal falsch ab, aber ansonsten gibt es eigentlich kaum Probleme mit dem Luftdruck. Auch die automatischen Sensoren heute haben praktisch die Qualität des Quecksilberbarometers, was von Anfang an im Einsatz war, heute letztendlich ersetzt und die Abweichungen sind nahezu vernachlässigbar. Und regelrecht aufgezeigt dann immer noch parallel mit dem Barograph. Kommen wir zur Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Da war es schon schwieriger, das automatisch zu messen. Und im Jahre 1916, als die Wetterwarte in Betrieb ging, hatte Paul Schreiber auch eigene Geräte entwickelt, unter anderem dieses Plattenwindmessgerät, das so funktioniert hat, dass an jeder Stahlplatte, gusseisernen Stahlplatte, am Hintergrund jeweils ein Schlauch angebracht war. In sämtliche 8 Schläuche wurden zusammengeführt und haben in diesen Druckgläsern praktisch unterschiedliche Füllstände angezeigt, je nach Windrichtung und Geschwindigkeit. Und aus diesen Unterschieden konnte man über tabellarische Möglichkeiten dann die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung bestimmen. Aber man sieht, diese Schläuche konnten nicht ewig lang sein. Die sind praktisch nur in diesem Büchse hier reingeführt worden und da unten nur die Anzeigegeräte. Eine Weiterführung bis ins Dienstzimmer hinunter, was hier in diesen Räumlichkeiten befand, hätte dann zu Fälschungen der Messung geführt. Aber andererseits hieß es für den Beobachter, zu jeder Messung auf den Turm hochzugehen, als abzulesen. Also das war doch eine sportliche Herausforderung für den Beobachter, dann immer aktuell zu messen. Die Besonderheit an dem Gerät liegt auch darin, dass Professor Paul Schreiber damals schon daran gedacht hat, möglichst keine beweglichen Teile zu benutzen, sondern statisch den Druck zu messen, also ohne bewegliche Teile, und das muss dann auch trotzdem beheizt werden. Das hat er dann hier oben installiert mit Heizung und da wurde praktisch die Kohlenheizung benutzt und die Luft dort angeführt, aber es hat dann wahrscheinlich doch nicht so gereicht, weil enorme Heizleistungen bei entsprechenden Wetterlagen notwendig sind, das ist im Kilowattbereich anzusiedeln, die dann doch nicht so funktioniert haben. Er war dann als optimistisch in seiner Aussage her gewesen. Nach dem Abbau dieses Gerätes wurde dieses Messgerät von Fuß eingesetzt auf dem Fischlberg. Wir sehen diese Messtrommel. Ja, staut diesen Anemometer mit statischem und dynamischem Druck. Und da wird dann praktisch in der Trommel ein Schwimmer angehoben und der Schwimmer hat einen Schreibstift gehabt und hat auf dieser Trommel aufgeschrieben. Es hieß weiterhin stündlich, auch für uns damals noch zu Beginn der Messung, stündlich auf den Turmbuch zu gehen und die Windwerte abzulesen und dann weiter zu melden. Also der sportliche Aspekt blieb weiter erhalten. Allerdings, das Gerät war auch schon beheizt. Man sieht das hier an diesem Heiztopf. Und die Luft wurde im Keller angesaugt, ging bis zu diesem elektronischen Heiztopf und hatte eine Leistung, die ungefähr 1 Kilowatt betrug, um dieses Windmessgerät freizuhalten. Leider hat es immer noch nicht in Extremwetterlagen ausgereicht. Und so war es damals angedacht, dass man immer raufgeht und den Windgeber hier oben, hier an dieser Stelle mit dem Haken, dann befreit von Eis, aus heutiger Sicht ein abenteuerliches Unternehmen, wenn man den arbeitsschutztechnischen Aspekt da berücksichtigt. Ja, bis zur Wende war das Windmessgerät im Einsatz und die Heizleistung wurde immer weniger, wurde sehr oft ausgetauscht, das Gerät, mit einem Juncker-Lohr-Gerät. Aber im Winter war das eben nicht beheizbar und daher gingen viele Winddaten verloren. Die wurden in diesen Ausfallzeiten geschätzt. Windspitzen sind natürlich nicht schätzbar, das ist natürlich schwierig dann, kann man dann nur rechnerisch ermitteln, aber eine Messung ist es dann halt nicht. Erst mit der Wende kam dann dieses Windmessgerät im Einsatz in Entwicklung vom Deutschen Wetterdienst von der AMG München mit der Firma Thies. Und dieses Miriam-Windmessgerät ist beheizt und hat eine deutliche Verbesserung ergeben und die Ausfallzeiten waren deutlich geringer. Aber auch mit der Zeit. Das Gerät ist nun 25 Jahre im Einsatz, es werden keine neuen Geräte gefertigt, es werden neue Geräte jetzt entwickelt. Aber so kann das durchaus aussehen, wenn die Geräte nicht funktionieren und das hat sich in den letzten Jahren gehäuft. Die Geräte werden eigentlich alle 2 Jahre gewartet,
durch den Service, ob sie funktionieren oder nicht, ausgetauscht. Aber es bleibt halt nicht aus, dass Heizleistungen ausfallen. Und vor allem diese Problematik, dieser Übergang der Heizleistung von mehreren hundert Watt über diesen beweglichen Teil dann zu transportieren, ist nicht immer ganz einfach. Hier sehen wir die Eislastmessung, die an diesen die Eislast, die an solchen Windmasten sich ansetzen kann. Ja, auch mit der Messfeldumgestaltung 2006 war es so, dass auch der Wind oberhalb des Daches oder der Gebäudespitze mindestens 6 Meter darüber erfasst werden muss. Das ist eine Vorgabe. Das hatte man damals gemacht, in diesen Mast dann eingesetzt in den Turm. Und im ersten Jahr gab es ähnliche Ablagerungen. Und der Architekt war erstaunt, dass es trotzdem gehalten hat. Also der war schon leicht irritiert, als wir die Bilder mal hingeschickt haben, was da doch für Eislastmassen möglich sind. Also so eine Spitze hier in der horizontalen Richtung sind in dem Fall hier gerade mal 1,80 Meter. Und an dem ganzen Mast, muss man sich vorstellen, sind dann schon tonnenweise Eislasten dran. Ja, in solchen Fällen, wo das Gerät nicht funktioniert, machen wir Handbildmessungen, so sieht es dann aus. Und haben natürlich dann nur eine zeitlich begrenzt, also nur in dem Moment eine momentane Geschwindigkeit. Und der Beobachter ist angehalten, hier ein gewisses Mittel zu finden und in der Meldung, der Wettermeldung, der stündlichen, den Wert nicht ausfallen zu lassen. Windspitzen sind natürlich dann auch weg, kann man dann in dem Fall auch nicht gewinnen, halt nur durch bestimmte andere Dinge ergänzen. Das sind eine neue Generation von Windgebern, Ultraschallgeber. Und da hatten wir einen hier nicht zur Messung der Windgeschwindigkeit an der Station, sondern hatten wir dort, um neu zu testen, wie die Heizung funktioniert. Und da sehen wir auch deutlich hier diese Eisablagerung an der Schaftstelle, die sind doch enorm. Und egal, wo der Wind herkommt, es gibt unterschiedliche Abschattungen oder Strömungsrichtungen, die eine exakte Windmessung eigentlich hier auch in Frage stellen. Also um dass dieses Gerät funktioniert, muss also an der Schaftheizung deutlich gearbeitet werden, die muss nachgebessert werden, dass es funktioniert. Heute ist man noch in der Entwicklung, dann diese Windmessgeräte weiterzuentwickeln, ein 3D-Ultraschallgerät zu entwickeln und auch die unter größerer Windgeschwindigkeit erfassen können, nicht nur 60 Meter pro Sekunde wie dieses Gerät. Darum haben wir dieses Gerät auch noch nicht an Werkstationen eingesetzt. Zur Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Selbst da mag man meinen, da gibt es keine Probleme, aber so ist es nicht ganz. Hier habe ich nochmal aufgezeigt, wie die Messmittel verteilt sind. Rechts die konventionelle Hütte, links die elektronische Hütte mit diesen kapazitiven Feuchtigkeitsmessungen und Temperaturmessungen, einem Widerstandsthermometer und dann dazu im Messfeld stehend. Ja, hier sieht man mal die Wetterbedingungen an der Bergwartewarte, wie es aussehen kann. Die Messhütten können regelrecht im Schnee versinken. Ja, der Beobachter muss hier auf den Bauch rankriechen, um Temperaturen abzulesen. Sonst ist es nicht möglich, hier exakte Werte zu ermitteln. Und wenn selbst kein Schnee liegt, aber Nebelfrost, denn der ist doch erheblich, wie wir sehen, dann haben wir hier Eisschrankbedingungen in der Hütte und da messen wir auch falsch. Also das ist auch wieder eine Herausforderung für uns, jetzt dieses Eis zu beseitigen. Und hier sehen wir mal, wie das aussieht, wenn wir das tun. Also so ist die Temperatur vorher gemessen worden und dank der elektronischen Amda können wir das jetzt auch deutlich verfolgen, wie eine Reinigung aussieht, wenn wir das Eis von der Hütte abgeklopft haben. Also man sieht doch eine deutliche Fehlmessung. Von hinten wird man die Werte nicht sehen können. Also ist fast ein Grad, was es ausmacht hier, wenn man das Eis jetzt nicht beseitigt. Das waren Abendstunden, wo es aufgeklärt ist, ist natürlich die Strahlungseinfluss dann, das sich bemerkbar macht. Ja, selbst in der Hütte, bei extremen Schneewetterlagen und Sturmwetterlagen, haben wir den Effekt, dass sich selbst durch diese Lamellen, die der Schnee durchwirkt und auf diesen Messgebern festsetzen kann. Und wenn man jetzt da nicht Beobachter engagiert ist und meint, was die Amda jetzt anzeigt, das ist der korrekte Wert, dann wissen wir auch wieder falsch. Also das heißt ja auch, nach solchen Wettererscheinungen dann immer mal rauszugehen und diese Dinge von Schnee und Eis zu befreien, um exakt zu messen. Denn wenn wir so messen und jetzt hätten wir
nach dieser Sturmwetterlage beispielsweise ein Hochdruckeinfluss und Luftfeucht von 50% beispielsweise, dann müssten wir, dass die Geräte selber wieder richtig anzeigen, ohne Reinigung mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage warten. Und so lange dürfen wir nicht falsch messen und das wäre schädlich. Das Gleiche entstand ja bei dem Thermohygrograph, der auch in der Hütte entstanden ist. Da haben wir eigeninitiativ eine Lösung gefunden. Und zwar mit so einem kleinen Messgitter, das wird man hinten schwer erkennen, das wir angebracht haben, so wie ein Gagematerial. Und damit hatten wir das Problem weitestgehend gelöst, abbürsten, fertig. Und es hat wieder funktioniert. Das Erdboden-Minimum-Thermometer, was, wenn die Station manuell besetzt ist, der Schnee hier angepasst werden kann und auch gereinigt werden kann. Vor und nach der Reinigung sieht das aus. Wenn man es nicht reinigt, haben wir auch falsche Werte. Also der Beobachter ist auch hier unterwegs, mit Bürste vorsichtig da zu hantieren, um eine ordentliche Messung zu haben. Hier mal ein Beispiel, wie sich das auswirkt, wenn man das Erdbodenminimum nicht reinigt oder feststellt, dass es unter der Schneedecke bleibt. Aber hier ist das mal passiert. Ja, die Temperatur fällt und hier das Erdbodenminimum fällt nicht. Und erst nach der Reinigung sieht man hier, erreicht es den Wert, ähnlich dem, der an der Hütte dann vorherrscht. Und hier sieht man mal Durchgang eines. Unten haben wir die Sichtweite mal dargestellt. Also die Wolke hat aufgerissen unter Nebel. Die Sichtweite ging hoch bis auf 10 Kilometer in etwa. Dann hat der Nebel wieder sich eingestellt. Und da sieht man sofort an der Luftfeuchtigkeit und an der Temperatur, die hier mal ein Beispiel gibt. Der Effekt würde nicht auftauchen, wenn wir die Hütte nicht sauber machen würden, von Nebelfrost befreien. Ein weiterer Effekt, den wir festgestellt haben, aber da ist nur feststellbar, wenn man eben diese Werte kontinuierlich registrieren kann, ist dieser, dass wenn bei kalten Temperaturen die Luftfeuchtigkeit, ist ja generell bei relativ kalten Temperaturen schwer zu bestimmen, aber auch bei den elektrischen Messmethoden ist dieser Effekt doch feststellbar. Und so messen wir, hier sehen wir den Temperaturgang, den Luftfeuchtigkeitsgang. Eigentlich mit der Luftfeuchtigkeit die Temperatur. Wie gesagt, das ist bei kalten Temperaturen der Fall. Man muss aber auch fairerweise zu sagen, dass das im Prozentbereich geschieht. Also ja, aber 94%, ja 90% ist nicht so sehr dramatisch, aber man sieht, umso kälter es wird, die Feuchtigkeitsmessung wird dann schwierig. Und das sind alles 6 Beispiele von unterschiedlichen Tagen, um darzustellen, dass es nicht ein Einzelfall ist, sondern dass das öfters auftreten kann. Zum Niederschlag, und das ist meines Erachtens die problematischste Sache, wie wir hier messen. Hier sehen wir unseren 500er Hellmann mit Windschutzring. Der hat sich bewährt und dieser Niederschlagsgeber ist seit dem 01.01.1916 im Einsatz. Nicht genau dieser Topf, aber diese Messmethode. So sieht der Kollege bei der Messung aus. Automatische Niederschlagsgeber können nicht hochgehoben werden, versiegten teilweise im Schnee. Selbst der Hellmann für 200 Quadratzentimeter Auffangfläche ist nicht für jede Wetterlage geeignet. Also wenn extrem viel Schnee fällt, dann ist der Rand voll und dann weitere Schnee, der fällt, der geht verloren. Auch der Regenschreiber im Winter eigentlich nicht einsetzbar, weil Heizungseffekte dann zu viel Verluste zeigen. Auch der Kroneis wird vereist und bringt nicht die Werte, die wir eigentlich erwarten. Das Niederschlagsdauergeber, dieser Geber hier, wird praktisch sobald ein Tropfen oder ein Schnee drauf fällt, gibt es einen Widerstandsimpuls, der sagt, jetzt schneit es oder jetzt regnet. Und bei Schneefegen oder bei Schneetreiben oder bei starkem Wind, wo Tropfen verweht werden vom Gebäude, zeigt dann natürlich immer Niederschlag an und ist dann auch nicht das, was wir wollen. Müsste eigentlich dann auf dem Turm installiert werden, dann würde man den Effekt vielleicht nicht so toll empfinden. Aber es ist eben vorgeschrieben gewesen bis heute, dass wenn der aufgebaut ist, auch 2 Meter über Grund aufgestellt ist, an Bergen eigentlich wenig sinnvoll. Schneehöhen und Schneedichte. Ja, da komme ich jetzt damit auch von den Ausführungen von Herrn Becker heute früh zu sprechen. Wir auf der Station Fichtelberg, wir haben uns das Ziel gestellt, die Schneehöhe so genau wie möglich zu messen. Und das schon seit
eigentlich über 50, 60 Jahren. Und von meinem Vorgänger angefangen, haben wir bereits 40 Handwindmessungen einzelne vorgenommen und in diesen Hauptwindrichtungen sind wir praktisch mit Handschneepegel losgezogen und haben in den vier Hauptwindrichtungen jeweils 10 Messungen gemacht und die dann gemittelt und dann an der Wetterwarte eingetragen. Wir haben in etwa die Richtung vorgegeben mit so einem damals Kuchendeckel an den Bäumen genagelt und haben dort diese Strecken dann so mit gekennzeichnet und sind dann unabhängig von mehreren Kollegen losgezogen, um die Schneehöhen mal zu testen, wie weichen sie voneinander ab. Und haben festgestellt, plus minus 10 cm, mehr war nicht drin, bei einer Schneehöhe von ungefähr 1,50 Meter. Wir haben das heute nicht mal mit Handschneepegeln gemacht, sondern seit der Wende haben wir versucht, Standschneepegel an diesen Stellen zu setzen, haben versucht, so optimal oder so homogen wie möglich diese Schneehöhe zu bestimmen, an den Stellen praktisch, wo nicht zu viel Schnee hingeweht wird oder wo der Schnee auch möglichst nicht weggeweht wird, und haben dort 40 Standschneepegel errichtet, die wir dann praktisch einfacherweise nur noch ablesen brauchten. So ein Weg dorthin oder so eine ganze Messkampagne dauert trotzdem 2 Stunden in etwa und war auch wieder eine sportliche Einlage bei Neuschnee von über 0,5 Meter beispielsweise, dann ist es doch relativ großer Aufwand. Heute haben wir dann auch daraus festgestellt, dass wir diese 40 Standpegel nicht unbedingt brauchen, sondern die haben wir auf 16 reduziert, in jeder Hauptwindrichtung 4. So sieht das aus, sehen die Schneepegel aus, die Standschneepegel, das sind auch so Wasserstandsanzeigen. Und der Kollege bei der Schneebestimmung im Gelände. Ja, Schnee, wie es schon so üblich ist, er liegt nicht homogen, einheitlich an der Wetterwarte, ringsherum. Wir haben auch automatisch Schneehinmesser hier aufgebaut gehabt. Dieser misst die Schnee schon auf Zentimeter genau, das ist richtig. Aber Schnee hier an einer Messstelle kann man eigentlich nicht machen. Also eine Punktmessung einer Bergregion ist sehr schwierig, eigentlich nicht machbar. Im Tiefland geht es eher, wenn man die richtige Stelle findet, wo man sagt, das könnte in etwa als Erfahrungsberichten her die günstigste Stelle sein. So unterschiedlich liegt der Schnee auf dem Gipfelbereich, ja, dort kein Schnee rechts. Und an dem Tag, wo wir hier die Aufnahmen gemacht haben, lag 1,50 Meter Schnee im Mittel an unseren Messstrecken gemessen. Ja, hier nochmal eine Verdeutlichung. Selbst der Schneehinsensor braucht auch wieder eine genügend große Heizung, die er nicht hat, um ordentlich messen zu können. Auch der muss dann regelmäßig von Eis und Schnee befreit werden, um exakt zu messen. Das war die neueste Erprobung eines Schneehinsensors, und zwar nicht an einem Punkt nur, sondern eine Dreipunktmessung haben wir gemacht. Der war jetzt im letzten Winter als Versuchsobjekt an der Wetterwarte, aber auch von Seiten des Wetterdienstes hat man entschieden, jetzt habe ich gestern erst erfahren, diese Messmethode wird nicht eingeführt. Dieser ist trotzdem zu ungenau und zu unausgereift, vor allen Dingen dieses Gerät. Zur Schneedichtemessung haben wir heute für auch schon einiges gehört. In der Historie und heute, wir haben es immer so gehandhabt, dass wir möglichst an wieder homogenen Stellen, das ist schon schwierig zu finden, die Schneedichte zu messen. Und das haben wir meistens dort gemacht, wo der Schnee relativ ruhig liegt. Und wenn man den Fichtelberg anguckt, ist das dort, wo die Waldlage vorherrscht. Und wenn wir dann noch versuchen, Stellen zu messen, die nicht von Bäumen großartig abgeschattet werden, und das ist bei Waldlage natürlich nicht ganz so einfach, dann haben wir aber doch gute Ergebnisse, brauchbare Ergebnisse ermitteln können. Sieht folgendermaßen aus, wir machen mindestens 2 Schneedichtemessungen an einem Punkt, an einem Ort, und weichen diese beiden 2 Zehntel voneinander ab, machen eine dritte fällig, und erst wenn 2 Messungen dann oder eine Häufung dann auftritt, die exakt beieinander liegen, dann haben wir das als den Wert genommen, den wir dann auch weiterverwenden. Die alten Schneesonden waren etwas aufwendiger, heute ist eine neue Schneesonde im Einsatz, die macht das Freischaufeln dieser Fläche nicht mehr notwendig, sondern die hat eine leichte konische Form. Sprich, wir stechen den Schnee aus, stampfen den von oben drin fest und können dieses Rohr mitsamt des Schnees hochziehen, ohne dass irgendwas rausfällt, und können den abwiegen. Also diese Verfahrensweise ist optimiert und jetzt nicht weiter verbesserbar. Eine Flächenmessung bedarf dann hier schon immer etwas mehr Aufwand. Haben wir aber jetzt hier
nur versuchsweise manchmal gemacht, um festzustellen, liegen wir denn richtig. Zur Strahlungsmessung haben wir hier auch ein Bild von der Historie. Begonnen hat es im Jahr 1957 mit dem Internationalen Geophysikalischen Jahr. Da wurde dieser Turm errichtet und da wurde begonnen, Globalstrahlung und diffuse Himmelsstrahlung zu messen. Und so sehen die Geräte aus, die wir heute verwendet haben oder noch verwenden. Sonnenscheinautograph, den verwenden wir heute nicht mehr. Das ist der Sony Sonnenscheindauermessung, ja, dieser diffuse Himmelsstrahlung und hier die Globalstrahlung. Auch hier ist es ja von der Messmethodik ja schwierig generell zu heizen, ja, weil die Strahlungsgeräte ja mit Thermoelement bestückt sind. Und wenn man Thermoelement heizt, ist er mehr kontraproduktiv, das geht also nicht. Diese Geräte haben nur eine Lüftung, aber in Wintermonaten natürlich nicht effektiv einsetzbar, nicht an Bergstationen. Der Sony, hier oben, der Sonnenscheindauermesser, kann auch als Leistungsmesser verwendet werden, also auch als Globalstrahlungsmesser. Hat eine Heizung, aber die ist zu gering ausgelegt, nur mit 40 Watt. Wenn man hier etwas mehr Heizung aufbaut, dann könnte man das Problem unter Umständen beheben. Zur Sichtweite. Der DF20 Plus, der im Einsatz ist, sieht folgendermaßen aus, auch nicht mit genügend Heizung ausgestattet, die Leistung zu schwach für Bergstationen, daher auch Handarbeit nötig. Und hier sieht man ein Gegenbeispiel von vorher und nachher wieder. Und die Effekte, wenn wir das sauber machen, sehen wir hier unten. Ja, die Sichtweite zeigt er an, das sind 100 Meter. Und eigentlich sind nur 40 Meter Sichtweite. Und dann baut sich das wieder auf, wenn es zueist. Dann haben wir wieder sauber gemacht. Und dann sehen wir deutlich, also mit mehr Heizleistung können wir das Problem beheben. Allerdings ist dieser DF20 Plus für Bergstationen auch nicht geeignet, weil man so den Effekt noch sehen können. Wir sehen hier mal einen Strahlungstag, ja, mit Globalstrahlung und diffuser Himmelsstrahlung und die Sichtweite. Die maximale, die der DF20 feststellen kann, sind 70 Kilometer. Und wir hatten an dem Tag eigentlich 200 Kilometer Sichtweite. Und man sieht, mit der Einstrahlung der Sonne reagiert dieser DF20 Plus und bringt doch relativ weniger Sicht, also hier 10 Kilometer nur. Und wir hatten an dem Tag, wie gesagt, an die 200 Kilometer Sichtweite. Also dieser Effekt ist nicht beseitigbar. Wenn Bewölkung am Himmel ist und Sichtweiten so bis 10, 20 Kilometer, dann funktioniert er wunderbar. Aber sobald Sonnenstrahlung dazu kommt, direkte, dann wird es schwierig, dann hat er Hudelei, das zu messen. Ja, als Fazit kann man sagen, das kann natürlich mal, wenn man dieses Kompakt jetzt so sieht, als Negativbeispiel sehen, dass alles nichts funktioniert. So ist es nicht. Wir versuchen eben alles Dinge jetzt mal darzustellen, denn die Dinge, die funktionieren, die erwähnt man ja kaum. Die nimmt man hin, das ist allgemein üblich, aber hier war es uns doch mal wichtig, mal darzustellen, wie wir hier tun und machen, dass wir die Werte und die Elemente so genau wie möglich messen, mit den Handling-Möglichkeiten, die wir haben. Ja. Und wichtig ist für uns, dass die Datenreihe so genau wie möglich genommen wird und die ist jetzt 100 Jahre alt. Und wenn sie weitergeführt wird, dass sie in ähnlicher Qualität, wie wir es versucht haben zu machen, auch demnächst weitergeführt werden kann. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Herr Franze, für diesen sehr eindrucksvollen Beitrag aus der Praxis, der zeigt, wo eben wirklich viele Herausforderungen liegen im täglichen Geschäft und der ein Stück weit natürlich auch bereits eine Überleitung ist in den nächsten Block zum Thema Extreme.